Heute beim elektrischen Reporter Verspieltes, Postalisches und Haptisches. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Man muss als Mann den Ernst wiederfinden, den man als Kind hatte beim Spiel, sinnierte dereinst der Philosoph Friedrich Nietzsche. Spiel und Ernst stricken auch und gerade in der Digitalwelt immer wieder an lustigen Kausalitätsschleifen. Und eine davon haben wir uns für Sie genauer angesehen. Seit 2010 haben Millionen Konsolenspieler die Hände frei. Die Kinect erfasst Körperbewegungen im Raum. Der Spieler springt, wenn die Spielfigur springen soll. Soll sie ein Schwert schwingen, schwingt er den Arm. Die Steuerung ist komplex und basiert auf einer normalen Kamera, einer Infrarotkamera, einem Infrarotprojektor und 4 Mikrofonen. Ausgedacht haben sich das die Ingenieure von Microsoft für die Videospielkonsole Xbox 360. An die Steuerung von Anwendungen, die auf einem PC laufen, hatten sie nicht gedacht. Sie mussten lernen, dass die besten Ideen nicht immer aus dem Unternehmen selbst kommen müssen. Denn was wirklich in dem Gerät steckt, sahen sie erst, als es schon auf dem Markt war. Hacker und freie Entwickler erkannten sofort, dass man die Kinect noch ganz anders nutzen könnte. Innerhalb kürzester Zeit kursierten inoffizielle Programme im Netz, mit denen der Spielcontroller zum Multifunktionseingabegerät mutierte. Die 6 Gründer von Zebresel Airview zum Beispiel wollten wissen, ob sich mit der Kinect auch ein Spielzeughelikopter steuern lässt. Also wir haben damals auf die Software OpenNI zurückgegriffen, um mit der Kinect damals arbeiten zu können. Damit hatte sich eine sehr große Community schon beschäftigt, was uns den ganzen Zugang zu der Technik erleichtert hatte. Und so sind wir dann halt dazu gekommen, dass wir die Ansteuerung für den Copter umgesetzt haben. Die Informatikstudenten aus Erfurt mit ihrem Start-up experimentieren mittlerweile erfolgreich mit verschiedenen Fluggeräten. Das Prinzip bleibt das gleiche wie bei einem Videospiel. Die Kinect nimmt ihre Körperbewegung auf und wandelt sie in Steuerungsbefehle um. Eine klassische Fernsteuerung ist überflüssig. Der Reiz, mit der Kinect etwas zu machen, kam vor allem daher, dass es eine ganz neue Steuerungsform war, die es so bis jetzt noch nicht gab. Gerade auch die Steuerung für die Copter. Und weil sie von ihrer Arbeit überzeugt waren, stellten sie ein Video ihrer Flugkünste auf die Facebook-Seite von Microsoft und warteten gespannt, was passiert. Statt Ärger wegen ihrer Zweckentfremdung der Kinect gab es eine Einladung. Sie wurden aufgefordert, zusammen mit Microsoft ihr Projekt auf der CeBIT zu präsentieren und fühlen sich seitdem bestens betreut. Also mit der Unterstützung von Microsoft sind wir sehr zufrieden und würden dem Ganzen eine 1 geben. Was war passiert? Als immer mehr freie Programmierer mit der Kinect experimentierten, lenkte der sonst so auf sein Betriebsgeheimnis bedachte Konzern ein. Microsoft stellte sogar einen offiziellen Programmierbaukasten zur Verfügung. Damit erhielten die Software-Tüftler endlich den erhofften Zugriff auf viele Funktionen des Gerätes. Davon profitierte auch das Münchner Start-up Übi. Übi verwandelt mit Hilfe der kleinen schwarzen Box jede Oberfläche in einen Touchscreen. Der Gründer Anoop Chatot ist froh über diesen Strategieschwenk. Eine inoffizielle Nutzung oder gar ein Hack wären für Chatot ausgeschlossen gewesen. Wir sind ein Unternehmen. Wir können nicht auf Produkte setzen, die auf Hacks oder einer illegalen Nutzung basieren. Wir haben uns nur für die Kinect entschieden, weil es eine Plattform von Microsoft gab, die zusammen mit der Hardware genutzt werden konnte. Microsoft hat selbst erkannt, wie wertvoll eine offene Innovationskultur sein kann. Denn wenn Ideen von Fremdanwendern ignoriert werden, bleibt auch wirtschaftliches Potenzial ungenutzt. Peter Sedlugel hat die veränderte Innovationskultur bei Microsoft mitgestaltet. Er ist Produktmanager für die Kinect in Redmond, dem Hauptsitz des Konzerns. Er meint, die Öffnung nimmt dem Unternehmen vor allem eigene Entwicklungsarbeit ab. Wir wollen doch nicht alle Anwendungen der Welt selbst entwickeln. Wir wollen die Leute ansprechen, die für ihren Bereich brennen. Wir wollen ihnen ermöglichen, etwas für unsere Hardware zu entwickeln und so ihre Leidenschaft für Software auszuleben. Für noch mehr Geschäftsideen rief Microsoft dann sogar einen Wettbewerb aus. 11 Startups aus der ganzen Welt konnten sich für ein eigenes Büro nebst Förderprogramm in der Microsoft-Zentrale bewerben. Auch Übi ist dabei.
Wenn aus den Neugründungen erfolgreiche Firmen werden, vergrößert sich automatisch der Markt für die Kinect. Ganz nebenbei werden so die besten Köpfe an das Unternehmen gebunden. Wenn sich unsere Vorstellungen für das Projekt erfüllen, würde ich erwarten, dass wir das volle Spektrum von kleinen bis zu sehr großen Firmen sehen, die auf unserer Plattform ihre eigenen Lösungen entwickeln. Beginnt jetzt eine neue Ära im Verhältnis von Konzernen und freien Entwicklern? Eine Revolution maximaler Offenheit? Nicht ganz. Das Kinect-Software-Paket für Entwickler erlaubt nur einen eingeschränkten Blick hinter die Technikkulissen. Eine echte Open-Source-Strategie, die eine komplette Offenlegung der Steuerung bedeuten würde, geht der Software-Schmiede aber entschieden zu weit. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir jemals den kompletten Quellcode veröffentlichen werden. Schließlich sind wir immer noch ein Unternehmen. Ein Unternehmen, das von dem ungewöhnlichen Interesse junger Programmierer an seinen Produkten profitieren möchte und sich darum ein Stück weit öffnet. Zum Vorteil für beide Seiten. Kommen wir nun vom 21. Jahrhundert zum 20. Wenn man seinerzeit etwas bekannt machen wollte, standen einem Fernsehwerbung, Zeitungsanzeigen oder Massenmailings zur Verfügung. Um solcherlei 20. Jahrhundert-Kommunikation in Verbindung mit einem Kommunikationsdienst des 21. Jahrhunderts, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, mein Name ist Dorothee Bär, ich bin Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Bad Kissingen. Bin unter anderem stellvertretende Generalsekretärin der CSU, hier im Bundestag Sprecherin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und bin auf Twitter unter @dorobär zu finden. Ich würde sagen, dass das ein großer Gemischtwarenladen ist. Also es ist alles dabei. Es ist Politik, Show, Unterhaltung, das ganze Programm. Ich habe mich negativ geäußert über das Outfit unserer ehemaligen First Lady. Und das ist dann am nächsten Tag gleich auf die letzte Seite der royalen Berichterstattung gekommen. Und da ja, merkt man dann doch, was das für eine Reichweite hat, was man da so macht. Und das ist halt schon spannend, auch mal eine Rückmeldung zu bekommen. Also nicht, dass man dann nach ein paar Tagen erst mal einen Brief bekommt und noch nicht mal mehr weiß, worauf das sich bezieht, sondern dieses Direkte, oder man kann auch mal schnell darauf reagieren, weil vielleicht auch mal ein falscher Eindruck entsteht. Natürlich toll, mit den Menschen in Kontakt zu treten, auch eine Interaktion zu haben. Und eine wahnsinnige Bandbreite an Informationen zu bekommen. Und das schätze ich extrem. Ja, mich hat halt so extrem aufgeregt, dass ein Kollege, der sich wirklich mal für Twitter interessiert, dann plötzlich gebasht wird, nur weil er einen Brief darauf aufmerksam gemacht hat. Er hat 10 ausgewählte Journalisten, mit denen er gesundheitspolitisch zusammenarbeitet, angeschrieben, die von ihm Pressemitteilungen bekommen, die von ihm halt sein Newsletter bekommen. Zusätzlich könnt ihr mir jetzt auch noch auf Twitter folgen, und das finde ich überhaupt nicht dramatisch. Er hat es ja einfach gemacht, weil er gedacht hat, ach, so mache ich mal drauf aufmerksam. Der ist ja völlig unbedarft rangegangen. Und ich finde es halt dann auch, ich hatte den Edmund Stoiber bei mir und der hat gesagt, ihr, die es macht, die es könnt, erhebt euch nicht über diejenigen, die da noch ganz am Anfang sind. Ihr müsst eigentlich diejenigen sein, die vermitteln, und ihr müsst insgesamt diejenigen sein, die diese Erklärfunktion übernehmen. Das Aufregen finde ich, ja, das verstehe ich nicht, aber das Lachen, muss ich sagen, das ist halt, das ist ein sich über das Erheben, weil man weiß es ja besser, aber die haben auch alle irgendwann mal damit angefangen. Und dadurch habe ich gedacht, nutzen wir es einfach und machen es dann als neue Social-Media-Strategie. Ich schreibe jetzt mal einen Brief, und das ist jetzt auch ein Running Gag. Ich habe ihn ja dann auch angetwittert, jetzt folgt mir endlich auch mal, nachdem er mir noch nicht gefolgt ist und selber nur Follower hatte. Und er hat es geschafft dann dadurch, weil das jeder so lustig fand oder sich drüber erhoben hat, dass er jetzt schon knapp 300 Follower hat. Und das hätte er sicherlich nicht, wenn er keinen Brief geschrieben hätte. Briefe, Zeitungen, Bücher. Das sind Gegenstände, an denen Haptiker ihre Freude haben. Also Menschen, die Dinge gerne begreifen. Diese werden von den Netzbürgern zunehmend verlacht. Dabei ist doch auch das Internet alles andere als virtuell, wie unser nächster Beitrag zeigt. Das Internet ist kein entstofflichter Cyberspace, wie viele meinen, sondern ein Ding, das man anfassen und sogar durchknabbern kann. Der New Yorker Journalist Andrew Bloom merkte das, als sein Internet zu Hause auf einmal nicht mehr ging. Der Techniker sagte, ich glaube, ein Eichhörnchen nagt an ihrem Internet. Das schien mir völlig absurd, denn das Internet ist so eine alles überragende Idee. Es verursacht Revolutionen und verändert alles in unserer Gesellschaft. Aber wir denken nie daran, dass das Internet von einem Eichhörnchen durchgenagt werden kann.
Blum schrieb ein Buch über das Internet, das klar macht, wer das Netz der Netze regeln, bewahren und schützen will, muss auch wissen, wo Kabel und Daten liegen. Das Internet, das wir die ganze Zeit nutzen, hat fast keine physische Präsenz. Aber wenn wir das Netz suchen, tauchen plötzlich überall Teile von ihm auf. Dies ist der Kabelverzweiger der Deutschen Telekom, der dieses ganze Gebäude mit Internet versorgt. Von hier gehen die Daten durch Kabel bis zu meiner Familie nach New York. Unsere Daten wandern als Lichtimpulse durch Glasfaserkabel, die in Rohren unter der Straße verlaufen. Die Datenkabel führen zu Rechenzentren wie diesem von Interaction in einem Frankfurter Industriegebiet. Dank der günstigen Lage mitten in Europa enden hier Kabel aus der ganzen Welt, sagt der Chef des Rechenzentrums, Peter Knapp. Es müssen tatsächlich Kabel gezogen werden, in der Tat von China, Afrika, Nordamerika, hierher nach Frankfurt, die sich hier wieder treffen und wo man hier wirklich dann Daten austauschen kann. Auch die Computer des D-Kicks, des weltgrößten Internetknotens, stehen in den Serverhallen von Peter Knapp. In einer Ecke des Rechenzentrums kommen diese Glasfaserkabel dann aus der Erde und münden in diesem Rechnerschrank. Arnold Nipper ist Chef des D-Kicks. Wenn Sie googeln, wenn Sie auf Spiegel zugreifen, immer wenn Daten von einem Netz ins andere gehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es hier über den Internetknoten beim D-Kicks geht. Das Internet ist ein Netz aus Netzen. Weltweit sind die einzelnen Datennetze an rund 300 Knotenpunkten miteinander verknüpft, sagt Nipper. Diese Maschine ist die größte. 500 Netze tauschen hier Daten aus. Und je näher Dateien an so einem wichtigen Netzknoten gespeichert sind, desto schneller können sie in alle Welt verteilt werden. Deswegen haben unter demselben Dach viele Internetunternehmen ihre Server in die Schränke geschraubt. Das ist die Cloud. Hier lagern Dateien, die wir in der angeblichen Datenwolke speichern. E-Mails, Texte, Fotos, Videos, Musik. Wenn Sie also heutzutage Internetradio hören oder auch Videos irgendwo im Web schauen, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die hier aus diesen Lagerbereichen hier kommen. Wir alle sollten wissen, wo unsere Daten lagern, wer sie speichert und auf welchen Wegen sie zu uns gelangen, sagt Buchautor Andrew Blum. Denn wer die offene Struktur des Netzes erhalten möchte, sollte auch darauf achten, dass die physische Struktur die geeignete Grundlage bietet. Nicht anzuerkennen, dass das Internet eine physische Dimension hat, nicht zu wissen, wie sie funktioniert, ist so, als würden wir nicht wissen, woher unser Essen kommt. Das kann alle möglichen negativen Folgen haben. Bei der Frage beispielsweise, wie leicht kommen Polizei und Geheimdienste an unsere Facebook-Nachrichten und Fotos? Das hängt entscheidend davon ab, wo die Facebook-Nachrichten gespeichert sind. Auf einem Server in den USA oder in Irland. Andrew Blum beunruhigt auch, dass Google nicht mehr nur eigene Inhalte anbietet, sondern jetzt auch Glasfasernetze aufbaut, um diese zu den Menschen zu bringen. Das ist eine unglaubliche Bedrohung für die Neutralität des Netzes und die Idee, dass Internetprovider und Inhaltelieferant getrennt sein sollten. Das ist eine Bewegung zurück zu einem monolithischen System, wie es einst die Telefongesellschaften waren. Nur mit weitreichenderen Konsequenzen, weil wir über das Internet einfach alles kriegen. Über die physische Unversehrtheit des Internets macht sich Blum dagegen keine Sorgen. Fällt am wichtigsten Internetknoten der Welt der Strom aus, sorgen batteriegestartete Dieselgeneratoren mindestens 72 Stunden für Ersatz. Und auch ein Anschlag auf das Rechenzentrum in der Hanauer Straße könnte das Internet nicht in die Knie zwingen, sagt Netzknotenchef Nipper. Denn genau der gleiche Knoten stehe noch einmal am anderen Ende von Frankfurt. Außerdem seien alle Netze, die in der Hanauer Straße Daten austauschen, über Umwege auch noch mal in Amsterdam oder London miteinander verbunden. Das, was der Nutzer am Bildschirm vielleicht feststellt, ist, dass seine Google-Anfrage etwas länger dauert, aber der Datenverkehr wird dadurch nicht komplett gestört. Die Datenpakete suchen sich einfach einen anderen Weg durchs Netz der Netze. Denn Datenkabel gibt es genug. Das Internet ist einfach da, wenn nicht gerade ein Eichhörnchen ins Kabel beißt. Um echte Bedrohungen abwehren zu können, ist es gut zu wissen, wie das Netz funktioniert. Der Geist wird wohl die Materie los, aber nie die Materie den Geist. Friedrich Hebbel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.